Jonah, sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Okay, Karte ansehen, da bin ich. Aktuelles Einsatzziel. Das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Nee, also hier kann ich nicht rum. Es ist schon krass, dass man so gar nicht unterscheiden kann, wann man am Spielen ist und wann jetzt wirklich die Sequenzen sind. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Höhle. Ah, so kann ich zielen. Okay. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Ich kann aber nicht irgendwie mich ducken oder so, ne? Ja, sie duckt sich zwar, aber dann läuft sie auch ein ganzes Stück. Bitte! Nein! Wo sind wir denn hier gerade? Wir sind... Also links von uns müsste das theoretisch sein. Dürfen aber nicht rauf. Okay. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, jetzt kann sie nicht schießen, oder wie? Oh. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück. Irgendwelche letzten Worte? Warte, das hatte ich gehofft. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Drücken Sie RT. Kann ich auch? Achso, damit. Eindringling! Okay, also rechts unten. Ich habe eben die falsche Taste gedrückt. Ich tue dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Okay. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Was ist das? Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ist da irgendwas drin? Nö. Ja, egal. Oh, sogar der Mond sieht geil aus. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ach so, jenseits ihres Blickes. Ah, okay. Ich muss da runter. Wie, ich bin die Mondgöttin. Hallo? Moment. Drücken Sie A, um zu springen. Okay. Sie will ja runter, ne? Okay, das müsste gehen. Autschi. Aber sehr dynamisch. Muss ich jetzt da drüber springen? Alles klar.
Hier ist Commander Rogue. Sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Hallo, ich will was sehen. Nicht, dass wir uns das Gesicht ansehen müssen. So, wo ist jetzt das Gesicht? Stehen wir jetzt auf dem Gesicht drauf? Oder ist das jetzt weiter da hinten? Ach, da hinten, okay. Dann müssen wir wohl darüber. Abseilen können wir uns nicht. Ich dachte, wir wollten runter. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich hier rum soll. Ja, dann seil dich ab, los. Sich nicht einfach ins Wasser fallen lassen? Ich schaff das. Achso. Okay. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Das ist es. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Pilz mit brauner Kappe und dicken Stamm verbessert die Ausdauer. Ah, okay. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Auch so diese ganze Optik da oben. Ich habe auch gerade eine Ratte gesehen, glaube ich. Da ist die Ratte. Tut mir was mehr, oder? Ratten sind da. Achso, schießen. Moment. Zielen Sie und schießen Sie Pfeile. Okay. Okay, krass. Alles klar. Ach, das ist Wegrollen gewesen. Verstehe. Okay. Also so langsam komme ich ein bisschen in Steuerung rein. Hallo. Gerade habe ich noch gesagt, die Ratten tun nichts. Wenn natürlich eine ganze Horde von Ratten kommt. Was ist das hier? Noch mal sowas von diesen komischen Pilzen. Zellen. Das sollen Zellen sein, okay. Noch mal ein Pilz. Was ist das? Ja, keine Ahnung, aber ich habe dadurch auf jeden Fall Erfahrungspunkte bekommen. Nur die Kameraperspektive ist ein bisschen nervig, weil man die mal selber drehen muss. Da ist schon geil gemacht, auch so von der Reflexion her und so. Das ist schon heftig. Was ist das? Da kam ich doch jetzt gerade her, oder? Nochmal.
Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwo hier hoch, oder? Ha! Ne, also mit Springen ist da nicht. Kann ich denn irgendwo hochklettern? Da hinten komme ich auch nicht hoch. Ja, es ist das Problem, wenn man nur so vorgefertigte Situationen hat, wo man hochklettern kann. Und irgendwie mit einem Pfeil schießen oder so kann ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Dann gucken wir mal wegen dem Wasserweg. Das sieht aber auch eher schlecht aus. Ach, vielleicht kann ich hier irgendwo durchtauchen. Moment. Ah, das sieht gut aus. Während des Schwimmens halten Sie A, um aufzutauchen und B, um unterzutauchen. Okay? Machen wir das doch mal. Ich habe nur irgendwie keine Ahnung, wie viel Luft ich habe. Oder eben nicht habe. Boah. Was war das gerade für ein Fisch? Aber irgendwie, habe ich scheinbar endlich... Oh, nee. Ich habe keine unendliche Luft. Schade. Von da bin ich jetzt gekommen, oder? Das mit dem Auftauchen ist immer so ein bisschen blöd. Kann ich denn hier... Da kann ich nicht raus, oder? Boah, Hilfe. Hallo. Schwimm weiter. Ja los, hoch mit dir! Bevor du erstickst. Bist du da durch? Hallo? Beweg dich doch mal. Sie geht nicht runter, sie geht nicht hoch. Was denn? Ja, geil. Ich konnte mich nicht mehr nach unten bewegen. Ich konnte mich nicht mehr nach oben bewegen. Jetzt muss ich noch mal da hoch, oder wie? Ich kann auch nichts drücken oder so. Ich kann da nicht dran vorbei. Aber doch, jetzt schafft es doch dran vorbei. Ja, toll. Aber eben verreckt sie lieber. Ja. Komm schon.